Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, dann bauen wir mal weiter. Wir müssen jetzt, in dieser Folge noch einmal schauen, aber ich würde es jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen. Machen wir mal die Pause raus. Noch einmal kontrollieren, ob jetzt genug Kunststoff dann zu unserer Warenfabrik bei Grünenplan geht, damit wir auch Waren nach Mohlsdorf liefern können. Nach Mohlsdorf ist richtig. So, und wir wollten ja dabei dieses Gleis hier benutzen und unseren ja bereits vorhandenen Güterbahnhof in Mohlsdorf. Den müssten wir dann allerdings mal doppelgleisig auslegen. Fangen wir mit dem Ausbau mal an. Ich fürchte nämlich, dass wir dafür noch ein paar Gebäude wieder wegreißen müssen. Wobei, nee, machen wir nicht. Wir bauen das Gleis an die andere Seite an. Dann passt das nämlich auch. Außerdem können wir bei der Gelegenheit mal eben das Gleis updaten da. So, okay. Ja, ziehen wir die Strecke raus. Ja, dann wollen wir es ja... Wie wollen wir es machen? Ich werde das nochmal komplett neu anschließen. Und dann gehen wir erst ein kleines Stück gerade, aber wirklich nur ein kleines... Machen wir jetzt hier eine Weiche. Das reicht nicht. Müssen wir noch ein Stückchen weiter raus, glaube ich. Ja. Schade. Dann wird die Kurve da hinten wahrscheinlich ein bisschen zu steil. So, dafür kommen wir jetzt hier gut rüber. Und dann werden wir das Gleis jetzt zusammenführen. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, weil ja, normalerweise mache ich es gerne so, dass die Gleise im Bahnhof zusammen sind, aber hier kann ich mit einem Bahnsteig natürlich zwei Seiten bedienen, also zwei Güter. Und streng genommen müssen wir hier keine Güter von irgendeiner Fabrik einlagern. Ich hätte es also auch anders bauen können, aber jetzt ist es okay. Jetzt haben wir es so gebaut und das lassen wir auch so. Jetzt haben wir hier noch ein altes Gleis liegen mit Holz, mit Holzschwellen, aber das würde ich auch erstmal so lassen und dann gucken wir halt, dass wir dort den Anschluss hinkriegen. Dieses Stück sieht auch nicht gut aus, weil hier ist schief und krumm und ich weiß auch nicht. Lass mal kurz die Lok hier wegfahren. Und dann werden wir das hier auch nochmal ein bisschen anders machen. Wir wollen ja auch von da hier rüber irgendwie. Also ich werde hier so einen Bogen ziehen. Das macht schon mehr Sinn, glaube ich. Zwar beim Tunnel angefangen dann. So, das kommt alles weg. Muss man eben die Lok da rausfahren lassen. So. Gut. Das hätten wir. Das brauchen wir dann nicht mehr. Das macht da nicht mehr so viel Sinn. Das neue Signal steht hier direkt davor. Schon wieder neue Signale, oder? Nee, ist immer noch das gleiche. Sieht nur
Sah nur kurz anders aus. Okay. Gut. Und jetzt kommen wir aus dem Tunnel raus und machen eine schöne Kurve. Ach nee, bitte keinen neuen Tunnel. Tatsächlich einen Tunnel daran ziehen. Das möchte ich aber nicht. Wie sind die Höhenlinien hier? Oh ja. Ich habe hier doch glatt diesen kleinen Berg vergessen. Ja, dann gehen wir da mit dem Tunnel durch. Ist okay. Kein Problem. So. Ne? Kann sich doch sehen lassen. So, und jetzt wollen wir einmal ran an dieses alte Stück. Und einmal dort irgendwie hin. Also ein Dreieck zu bauen ist ja eine Sache. Was wir jetzt bauen wollen, ist ja aber eigentlich schon eine Kreuzung. Mit vier Richtungen. Müssten eigentlich so ein Kleeblatt. So eine Kleeblattkreuzung bauen. Habe ich aber jetzt in Transport Fever auch noch nie gemacht. Wer von euch Open Transport Tycoon gespielt hat, der kennt das mit Sicherheit, denn da, oder Transport Tycoon Deluxe damals, da konnte man das wunderschön bauen. So, jetzt müssen wir hier mal rüber langsam. Das bin ich bereit, so zu akzeptieren. Und dann gehen wir nämlich genau von hier auch in die Richtung raus. Und ja, das wird dann etwas langsamer. Aber wir können es ein bisschen länger ziehen, so. Bitte keine Brücke, obwohl. Hier haben wir wahrscheinlich auch wieder so ein Tal, jawohl. Ja, dann nehmen wir die Brücke. Ja, der Bau nicht. Ich werde verrückt. Läuft. Sehr viele Kreuzungen jetzt. So, wir müssen gegebenenfalls warten. Und zwar hier und hier. Oder hier, wenn wir darüber wollen. Und dann das gleiche hier auch nochmal. Wir müssen hier warten. Oder hier. Oder hier. Die Abschnitte natürlich auch wieder freigeben irgendwo nach der Kreuzung, sodass es keine Blockaden gibt. Okay. So, und wie bauen wir das da hinten jetzt? Ich weiß es wirklich noch nicht. Doch, ich weiß es. Und zwar machen wir das so. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt mal gucken, ob ich da rauskomme.
Ja, am liebsten wäre mir gerade. Das Problem ist, ich muss Shift gedrückt halten, um die automatische Snapping-Funktion zu verhindern. Ja, und das reicht nicht. Ja, wir müssen noch ein Stück weiter raus. Das genügt so nicht. Wahrscheinlich ist dann die Straße auch noch irgendwie im Weg. Das ist insofern blöd, weil da unser Depot dran ist. Machen wir es anders. Eins, zwei, drei, vier. Mhm. Genau. Das wollen wir jetzt. Shit, es ist nicht so leicht, wie ich dachte. 1, 2, 3, 4. Ich muss es so ein bisschen nach Augenmaß machen. Das wird sonst nicht funktionieren, schätze ich. Oh, nee, das geht gar nicht. Guckt euch das an. Das ist nicht schön. Erst runter wieder. Das, was ich jetzt baue, gefällt mir irgendwie nicht, aber Leute, es ist, denke ich, der richtige Weg, oder? Also seht ihr das komplett anders? Gebt mir mal euer Feedback dazu. So, dann habe ich auch noch die falsche Brücke gewählt, da auf dem anderen Abschnitt. Das werde ich noch korrigieren. Die Frage ist, wie kann ich das korrigieren? Wie kann ich die Brücke ändern? Warte mal, da gab's doch was. wie konnte man denn nochmal Brücken ändern? Oder es geht natürlich. Kann natürlich auch sein, dass es nicht geht, dann. Bevor ich jetzt lange rumsuche, reiße ich es einmal ab.
Na, herzlichen Glückwunsch. Boah, nee. Gefällt mir nicht. Machen wir anders. Machen wir anders. Geht auch nicht. Schade. Wäre der nächste Gedanke gewesen. Dann. Tja, dann. Dann machen wir es jetzt so wie gerade, nur wir führen die Brücke anders zusammen. Ah ne, falsche Taste. Kollision, sagt er da. Warum? Also scheinbar habe ich keine Möglichkeit, das hier meinen Wünschen entsprechend zu bauen. Wir machen es noch ein bisschen anders. Und zwar brauchen wir dazu erstmal das Doppelgleisstück hier. Das führen wir jetzt ganz nah ran. Zwar bis hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich da auch wirklich ziemlich genau drauf zulaufe. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Und jetzt werden wir uns von hier erstmal den Weg in die Luftbahn, und zwar so hoch es geht, bis wir einen Brückenansatz haben. Naja, es muss eigentlich kein Brückenansatz sein, wir müssen nur die Steigung schon mal so ein bisschen vorbereiten. Also gehen wir bis hier. Ja. Was wir jetzt bauen, müssten wir eigentlich die Brücke relativ schnell kriegen. Da ist sie. Und die gehen wir auch noch mal so, bis wir gerade den Ansatz der Brücke haben.
Puh, das ist wahrscheinlich eine ganz schöne Steigung. Gut, dass wir starke Loks haben inzwischen. So, und jetzt wollen wir da runter. Da, das geht. Oh, ich bin begeistert. So, warte mal, das ist nicht schön. Das war gerade besser. Nee. Och Mensch. Ja, ihr denkt euch auch, was macht er da? Zu Recht muss ich ja sagen. Nichts von dem, was ich gerade mache, klappt so wirklich. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Oh ja. Das geht. Es geht nicht, oh Mann. Das Spiel hasst mich. Tja, jetzt hätte ich gerne so Assets, Schienenbauteile, einfach Cloverleaf hierhin platzieren und irgendwie anschließen, fertig. Das, was ich mir hier vorstelle, funktioniert so leider nicht. Darum werden wir es jetzt wirklich ganz quick and dirty machen. Das wird einigen von euch nicht gefallen, so wie ich es jetzt baue. Mir selbst ja nicht so hundertprozentig, aber ich habe gerade echt keine Alternative dafür. Und darum machen wir das auch so. Und leben dann mit den Konsequenzen. So, da ist der Anschluss. Da ist der Anschluss. Und da ist der andere. Wenn wir jetzt viele Züge fahren lassen, dann wird es zu ständigen Staus kommen. Aber im Moment habe ich keine bessere Alternative. Wirklich nicht. So, wir müssen gegebenenfalls warten. Hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Mehr mache ich nicht. Ich warte nicht hier, weil dann blockiere ich den Übergang von... Moment, nee, würde ich nicht blockieren. Doch klar, wenn ich mit dem Zug, wenn ich von hier warte, also wenn ich von hier komme und hier warte, dann kann der nicht mehr quer. Deswegen musst du immer vor der Weiche warten, das ist schon richtig so. Also nehmen wir immer die ganze den ganzen Kreuzungsbereich, so groß der jetzt auch ist. Und geben aber natürlich dann irgendwann frei. Und das machen wir dann... Ja, hier. So, dann hier wieder. Hier wieder. Und hier wieder. Okay, so. Eben gucken, ob die Linien funktionieren. Die sind alle noch da. Und da wir jetzt das Stück auch schon fertig haben, können wir eine neue Linie einrichten. Und zwar von der Warenfabrik. Wir werden sie noch nicht befahren. Aber hier fahren auch schon zwei Linien drauf. Das müssen wir müssen diesen Bahnhof komplett neu machen. Der ist zu klein. Der ist zu klein und der ist auch hier mit dem ganzen Brückengelumpe nicht ideal. Also, Grünplan Süd wird jetzt neu gemacht.
Dabei haben wir den erst in der letzten Folge ja verlängert, aber der kann so nicht bleiben jetzt. Einmal Bahnhof, Gebäude, Güterbahnhof, Durchfahrt, 240 Meter machen wir dann gleich, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung und vier Gleise. So. Und den werden wir hier hinstellen. Dort. Auch eine kleine Straße. Ist angeschlossen. Die Prüfung mache ich jetzt immer, weil da haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Und jetzt müssen wir uns hier überlegen, wie wir die Serpentinen hochkommen. Zur Not mache ich teure Geländearbeiten, das ist mir dann egal. Aber das hier ist immer das größere Problem gewesen, den Anschluss da an die Brücken. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wir müssen von dem zweiten, ich zähle jetzt mal von da, dann ist es das dritte. Von dem dritten müssen wir da ran. Oh, da ist die Lok. Oh nein! Ich hoffe, dass die auf dem Weg... Nee, die waren natürlich auf dem falschen Weg. Also einmal wenden, bitte. So, fahr los. Warum fährt sie denn jetzt nicht? Da, da fährt sie. Fahr in den Bahnhof rein. Gut. Steht hier auch ausgerechnet da. Unglaublich. Okay, von dem dritten Gleis gehen wir jetzt ganz nach außen hin, dort. Da fährt eh nur immer einer hin und her. Das lasse ich jetzt echt so. Das ist nicht gut geworden, nicht schön gebaut so, aber ist in Ordnung für mich. So, und jetzt teilen wir uns auf. Wir liefern jetzt Waren in eine Stadt. Müssen natürlich eigentlich auch nochmal nach Neuherrlinger Siel, ne? Ah ne, da haben wir ja die Waren schon. Molsdorf 3. So, also in drei Städte. Ja, da möchte ich auch ganz gerne, dass hier drei Gleise dran sind. Das heißt, wir ziehen hier raus. So. Bitte gerade bleiben. So, okay. Nee, Brücke nicht. Dann lieber so. Zwei. So, jetzt machen wir hier so ein Kreuzweichungsding. Kreuzweichending. Dann können wir nämlich da schon mal auf alle drei Gleise drauf. Wir können von dem dort wieder rüber. Wir können von dem aber noch nicht darüber. Das heißt, wir machen hier nochmal den. Dann haben wir alle Kombinationen in dem Bahnhof. Und jetzt müssen wir einfach nur wieder da dran. Und das klappt auch nicht. Warum? Ah, da ist doch ein altes Gleisstück. Okay, so. Signale. Wir warten hier. Wir warten nicht hier. Wir lassen das so. Und geben hier früh frei. Hier brauchen wir gar kein Signal. Da fährt nur ein Zug hin und her. Und jetzt werden wir noch ein Gleis dran bauen. Und das wird für die Anlieferung des Kunststoffs sein. Da reicht uns hoffentlich ein Bahnhof, ein Gleis für. Ja, und das wird jetzt hier halt die Herausforderung, dass wir wieder da drankommen.
Schauen wir mal. Die Lok muss erstmal weg da. So, scharfe Kurve hier. Und wenn jetzt alles gut geht, kommen wir da oben dran. Und es funktioniert. Gut, dank starker Loks halt auch kein Problem, dass die Steigung da ein bisschen größer ist. Die Linie ist jetzt nicht mehr in Ordnung, die müssen wir reparieren. Das ist die grüne hier. Kunststoffwarenfabrik und in Grünplan Süd geht es jetzt auf die ganz außen, auf die 5. Jawohl, das passt. Dann werden wir die Waren ändern. Und zwar nach Neuharlinger Siel fahren wir auf dieses Gleis. Das ist die 3. Jawohl. Nach Rietz fahren wir auf die 2. Und die neue... Oh Moment, das doch ist richtig. Und die neue Strecke, die wir jetzt anlegen, fährt halt von hier durch bis... wo ist es? Da. Bis Molsdorf. Und dass das hier schon mal so funktioniert, das zeigt mir schon, dass wir es nicht ganz falsch gemacht haben können. Wir fahren hier entlang, da durch. Sieht alles gut aus. Jawohl. Okay, ja. Und dann würden wir gerne in grünen Plan aber auf die 1. Tja, Waren nach Molsdorf. Wer hätte gedacht, dass wir von dieser Fabrik mal nach Molsdorf fahren? Ich habe das am Anfang nicht gedacht. Vor allem, wir hätten es natürlich auch einfach machen können und hier eine schöne Linie an dem See entlang legen können. Aber wir wollen ja das bestehende Netz auch irgendwo nutzen. Sonst macht das wenig Sinn. Wir brauchen jetzt noch ein Depot. Zwar brauchen wir hier eins, das schließen wir hier mal an, indem wir da ein bisschen Geländearbeit noch machen. So, dass wir dann auf alle Linien drauf können. Okay. Und das Depot.
So, ein neues Fahrzeug. Wie viele Waren wollen wir denn transportieren? Kommt jetzt überhaupt genug Öl an? Wir hatten es lange genug laufen. Wir haben auf jeden Fall genug Kunststoff. Also Öl oben kommt scheinbar genug an. Beziehungsweise müssen wir natürlich gucken, wann kommt der nächste Zug darunter. Und die sind gerade beide auf dem Rückweg. Die sind alle drei auf dem Rückweg. Das heißt, bis der nächste hier ankommt, wird das nicht reichen, glaube ich. Oder? Das finden wir jetzt eben raus. Wann kommt der erste zurück? Da kommt der erste zurück. Nee, Gefühl sagt mir, wird nicht reichen. Oh, wir haben noch irgendwo einen Verbindungsfehler. Ware, Stahl, Warenfabrik, was ist der Fehler? Es konnten nicht alle Haltestellen. Oh. Natürlich. Das sollten wir vielleicht auch noch eben reparieren. Hellblau, Stahlwarenfabrik, Grünenplan. Geht in Grünenplan Süd auf Gleis 4. Okay, so, keine Warnung mehr. 36, nein, das reicht auf keinen Fall. Also es kommt auf keinen Fall rechtzeitig an. Haben wir denn hier genug liegen? Nein, haben wir auch nicht. Das heißt, ja, das Öl ist schon wieder leer. Da kommt das nächste. Haben wir hier genug Öl liegen? Nein, haben wir auch nicht. Hier liegen nur 23 Einheiten. Aber wir sind hier echt schon am Anschlag jetzt. Also diese Raffinerie, die das Rohöl in Öl umwandelt, die läuft auf Hochtouren und wir transportieren alles, was wir haben, rüber hierher. Was bedeutet? Und das ist ganz schlecht. Wir müssten eine... Moment, wie sieht es denn hier aus? Ja, auch hier sind wir auf Maximallevel. Und hier ist kein Kunststoff. Wir müssten eine zweite Warenfabrik haben. Wobei, die hätte noch ein bisschen Kapazität. Wir müssten eine zweite Kunststofffabrik haben, die wiederum ein Raffineriewerk braucht. Und die braucht wiederum zwei Ölraffinerien. Oder auch nicht, weil wir hier jetzt extrem viel liegen haben. Mit diesen zwei Quellen können wir vielleicht sogar zwei Raffinerien betreiben. Aber wir haben gar keine Raffinerie in der Nähe. Und jetzt wünschte ich mir, dass ich einfach noch eine zweite Raffinerie dahin plöppen kann. Oder dass das Ding mehr Kapazität hat. Leute, wie soll ich das bitte jetzt bauen? Das... Also eine Quelle hätten wir noch. Aber ich glaube, Quelle brauchen wir nicht. Brauchen noch eine Raffinerie. Und jetzt muss ich mal ein paar Symbole ausblenden. Sonst werde ich hier nämlich verrückt. So. Die nächste Raffinerie ist hier. Naja, das Schöne ist, Öl holen wir von hier. Da könnten wir übrigens auch noch abholen. Also wir könnten einmal Öl von hier und hier holen und das Öl dann über dieses Netz wieder zur Kunststoff... Ne, die Kunststofffabrik reicht nicht. Wir bräuchten eine zweite Kunststofffabrik. Die nächste Kunststofffabrik wäre... Ja, haben wir überhaupt noch eine? Stimmt. Wäre hier. So, das heißt von da hinten, ne, wo wir gerade waren, bis hierhin. Und dann den Kunststoff zur nächsten Warenfabrik. Die ist aber, die habe ich gerade schon gesehen, die ist auch hier irgendwo gewesen. Da müssen wir natürlich noch Stahl anliefern. Stahl kriegen wir natürlich bestimmt auch irgendwo hin. Aber dann hätten wir hier noch eine weitere Warenfabrik. Denn wir müssen auch Blosse noch anbinden und Bilbin Stetten möchte auch Waren haben. Oh mein Gott, was haben wir uns hier angetan? Und das auf dieser bergigen Karte. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad ist extrem hoch hier. Also, ich habe die Schwierigkeit nicht über den Spielschwierigkeitsgrad, sondern über die Kartenschwierigkeit hier gewählt. Tja. Was nun? Was nun?
meine, die Lok fährt voll mit Kunststoff. Die Lok fährt voll mit Kunststoff. Die fährt nicht ganz voll. Eigentlich haben wir hier die perfekte Auslastung, kann man also sagen. Oder wir lassen es echt noch ein bisschen laufen. Vielleicht braucht es einfach noch einen Moment. Wobei, wenn wir jetzt nochmal mehr Waren abholen hier, dann bleibt echt nicht genug für die Städte. Wahrscheinlich ist Rietz schon unterversorgt. Der hat deutlich unterversorgt. Dann wird Neuharlinger Siel auch unterversorgt sein. Extrem unterversorgt. Tja, und Mohlsdorf kriegt dann was hier? Die letzten zwei Pakete oder was, die überbleiben? Das wird so nicht funktionieren. Schade. Wirklich schade. Ich werde die Linie noch einrichten, aber wir müssen uns da eine Alternative einfallen lassen. Schade, wirklich. Leute, in der nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.